jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage. Mit dieser ersten Zeile aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium grüße ich Sie heute Morgen alle ganz herzlich hier aus der Thomaskirche zu Leipzig. Wir feiern Weihnachten. Gott lässt Weihnachten werden und wir dürfen uns darüber freuen. Besonders freuen wir uns, dass wir in diesem Gottesdienst diese Kantate hören werden. Und so feiern wir gemeinsam im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, mit dem prachtvollen Instrument der Könige wird das Christkind musikalisch in Johann Sebastian Bachs Kantate zum heutigen ersten Weihnachtsfeiertag empfangen. Großer Herr und starker König, hören wir den Bass in seiner Arie singen. Königlich ist die Realität, in die Jesus Christus hineingeboren wird, aber keineswegs. Ganz im Gegenteil, statt Palast eine harte Krippe. Damit ist der Weg vorgezeichnet. Die Menschwerdung Gottes ist zwar ein Ereignis von ankündigungswürdiger Bedeutung, sie geschieht jedoch nicht im Hause der Macht, sondern im Alltag der Verlorenen und Vergessenen. Der Schöpfer der Welt, mit all ihrer Schönheit und Pracht, angefangen beim Sonnenaufgang bis hin zum winzigen Blümlein am Wegesrand. Dieser Schöpfer schöpft seine Macht aus etwas anderem, als wir es erwarten. Er schöpft sie aus der Schwachheit. In Palästen, Hinterzimmern oder Parlamenten wird über den Lebensalltag von uns Menschen entschieden. Über den Lebenssonntag entscheidet aber ein anderer, nämlich dieser große Herr und starke König, dessen Platz in meinem Herzen ist. Dafür wird er schwach und klein, um mich am Ende groß zu machen. Dem nicht genug, er macht sich, ganz evangelisch, dort im Herzen den Platz sogar selber. Es kommt also nicht auf meine Lebensleistung an, ob Christus sich in meinem Herzen ein rein sanft Bettelein macht, sondern es kommt auf seine Gnade und Barmherzigkeit an. Das wiederum bedeutet die Umkehrung der Verhältnisse zu Weihnachten. Grob zusammengezimmerte Krippenbretter werden zur Heimstatt eines erdgebundenen Gottes,
der sich nicht zu schade ist, herabzusteigen in das Elend einer erlösungsbedürftigen Welt. Dadurch verwandelt er offensichtliche Armut in unermesslichen Reichtum. Denn er schätzt mich als Menschenkind so wertvoll, dass Jesus Christus dafür sogar sein Leben geben wird, um mir jenseits meiner Vorstellungskraft allumfassenden Frieden zu garantieren. Der Shalom dieses Gottes ist wie ein Hoffnungsschimmer in finsterer Zeit. Solch Evangelium fordert heraus. Folgenlos würde die frohe Botschaft im Nachthimmel über meinem Bethlehem verhallen. Sie will aber gelebt werden. Und dafür nimmt mich das Krippenkind in Anspruch als Bote, der sein Evangelium von der Liebe Gottes tatkräftig mit Leben füllt. Dass ich nimmer vergesse dein, ist die Erinnerung an diesen Auftrag eines jeden Christen. Martin Niemöller hat für schwierige Entscheidungen im Leben dann folgende Formulierung gefunden. Was würde Jesus dazu sagen? Weil sich das Christkind verantwortlich zeigt für meine Rettung, aus unweigerlicher Schuld, die durch menschliche Entscheidungen und menschliche Unvollkommenheit entsteht, haben wir auch die Pflicht, ihm gegenüber uns verantwortlich für die Lebensmöglichkeiten meines Nächsten zu zeigen. Verantwortung leben. Dafür brauche ich zwar kein Christ zu sein. Als Christ habe ich aber eine fest zugesicherte Begleitung in allem, was ich tue. Und das kann wahrlich erleichtern. Gestaltet euer Leben in Verantwortung füreinander. Könnte zur frohen Botschaft am Ende dieses so schwierigen Jahres werden. Verantwortungslosigkeit und Leichtsinn erleben wir genug und sehen dann die Früchte solch egoistischen Tuns in den Leichenkammern der Krankenhäuser. Wir Menschen sind gewiss unterschiedlich begabt, auch unterschiedlich mit Verstand begabt. Das bedeutet aber noch lange nicht, jeglichen Rat in den Wind zu schlagen, nur weil er von Verantwortungsträgern kommt. Alle diejenigen, die über die da oben voller Hass schimpfen, wollen am Ende nicht wirklich tauschen. Denn jammern und dagegen sein ist viel bequemer, als selber Verantwortung bis in die letzte Konsequenz für das eigene und das anvertraute Leben zu übernehmen. Dem Reformator Martin Luther wird folgendes Zitat zugeschrieben. Wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis und tanzt. Mir scheint, liebe Gemeinde, dass weite Teile Sachsens momentan eine große, zugefrorene Eisfläche sind. Sorgen wir also für das Ende dieser Eiszeit mit Verstand und wärmender Nächstenliebe, so wie das Jesuskind für uns sorgt, beim Bezug seiner Wohnung in meinem Herzen. Amen. Und der Friede Gottes, der unser Verstehen übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Thank you.
sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Nun wird mein liebster Bräutigam, nun wird dir Held aus Davids Stamm zum Trost,
Thank you.
All das, was unsere Herzen bewegt und wofür wir keine Worte finden, nehmen wir in das Gebet, das uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in dieses Weihnachtsfest mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
wish you a blessed Christmas filled with hope and confidence. Weil Vincent Juli van Harte, ein saaliche Kerst, voll warmte Licht und Hope. Asha und Vishwas se bhare Christmas ki shukkanai. Kippen Songtan maasishigo, sehe Bok mani padeseo. Von uns alle till er alle en riktig gut jul, full mit Hopp und Tillversicht. Wir wünschen Ü ein gesegend Kerstfest, wo Hopp und Vertrauen. Wer du Riem und Kretschul verrichtet, plin desperanza schi incredere. Les deseamos una feliz Navidad llena de esperanza y confianza. Czy czymy błogosławionych świąt pełnych nadziei i zaufania? We wensen jullie prettige kerst en een gelukkig en gezond nieuw jaar. Boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánunk. Nous vous souhaitons joyeux Noël, plein d'espoir et de confiance. Que la joie vous raccompagne. Li auguriamo un benedetto Natale pieno di speranza e fiducia. We wish you a blessed Christmas full of hope and confidence. Der Thomane von Leipzig wünscht Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2021. Wir freuen uns, wenn wir im neuen Jahr wieder live für Sie singen können.